Mein Arbeitstag beginnt von 6 bis 8 Uhr. Also ich kann mir aussuchen, also mir wird gesagt, wann ich dort anfange. Und das ist auch unterschiedlich, wie lange es geht. Maximal darf ich 8 Stunden arbeiten und eine Stunde Pause muss dabei sein. Es gibt ja drei Lehrjahre. Im ersten Lehrjahr bin ich bei der Rohrreinigung eingesetzt, im zweiten Lehrjahr bin ich bei der TV-Inspektion eingesetzt und im dritten Lehrjahr bin ich beim Kanalreiniger mit drauf. Momentan im ersten Lehrjahr beschäftige ich mich halt mit der Rohrreinigung. Es könnten Regenabflussrohre sein, sowie auch Fettleitungen oder Küchenverstopfung. In der TV-Inspektion nutzt man hochmoderne Kameras, Schiebekameras sowie selbstfahrende, um Schäden in Rohren und Kanälen zu lokalisieren. Meine Kollegen sind sehr locker drauf eigentlich. Man kann sich so richtig oft und gut mit ihnen unterhalten. Sie können auch Geheimnisse bewahren und was auf dem Auto bleibt, bleibt auf dem Auto. In diesem Beruf verdiene ich recht gut. Im ersten Ausbildungsjahr verdiene ich 650 Euro, im zweiten Ausbildungsjahr verdiene ich 750 Euro und im dritten Ausbildungsjahr verdiene ich 850 Euro. Aber im Falle, falls ich mal die Zwischenprüfung oder die Prüfung nicht schaffe, tritt der Fall eines vierten Ausbildungsjahres nochmal in Kraft. Und dann verdiene ich 950 Euro. Ich habe mich für diese Ausbildung entschieden, weil mein Vater bei der Benina Wasserbetriebe arbeitet und ich mich dort beworben habe, aber leider ist das nichts geworden. Und dadurch bin ich jetzt nicht zur Benina Wasserbetriebe, sondern zu Run24 gegangen. Die Ausbildung zur Fachkraft für Rohrkanäle und Industrieservice dauert 3 Jahre. Es ist eine duale Ausbildung. Unsere Auszubildenden haben 6 Berufsschultage im Monat. Das teilt sich so auf, dass sie in einer Woche 2 Tage in die Schule gehen und in der kommenden Woche nur einen Tag. In den Ferien sind sie logischerweise die ganze Zeit bei uns im Betrieb. Meine Hauptaufgabe ist als Betriebsleiter ist es, den gesamten operativen Betrieb zu leiten. Das beinhaltet, dass ich mich darum kümmern muss, verantwortlich, dass alle Fahrzeuge laufen, alle Untersuchungen an den Fahrzeugen erledigt sind, dass es unseren Monteuren gut geht, dass alle ärztlichen Untersuchungen bei denen ausgeführt wurden und das ganze Geschäft läuft. Die Anforderungen um eine Ausbildung zu bestehen, sind sehr vielschichtig. Um die Berufsschule gut abzuschließen, braucht man sicherlich gute Kenntnisse in Mathe, Physik und Chemie. Und für die praktische Ausbildung ist es gut, körperlich belastbar zu sein. Ich habe vor über 9 Jahren bei Run24 als Monteur in der Rohrreinigung angefangen, habe dann berufsbegleitend 2 Jahre lang im Blockunterricht die Meisterschule gemacht und bin seit 2 Jahren Betriebsleiter. Wir achten bei den Vorstellungsgesprächen nicht in erster Linie auf den Schulabschluss. Es ist wichtig, dass die Leute lesen und schreiben können. Und sie sollten mindestens durchschnittliche Noten in Mathe, Physik und Chemie haben. Es ist grundsätzlich egal, ob es ein Hauptschul- oder ein Realschulabschluss ist. Eine lustige Geschichte war, ich habe vor 9 Jahren als Monteur mal eine Verstopfung beseitigt und hatte nach einigen Minuten das Gefühl, dass die Verstopfungsursache komisch war. Ich hatte nämlich grüne Pflanzen in der Hand. Und dann habe ich daran gerochen und es roch verdächtig nach Hanf. Dann habe ich die Polizei angerufen, selbst das LKA kam und wir haben unter Polizeibeobachtung die zerschredderten Hanfpflanzen aus der Rohrleitung gespült. Und sie haben alles mitgenommen. Wenn man sich als junger Mensch dazu entscheidet, Fachkraft für Rohrkanal und Industrieservice zu werden, entscheidet man sich für einen sehr sicheren Beruf. Weil solange wie es Menschen auf dieser Erde gibt, werden diese Menschen auf Toilette gehen, werden dafür sorgen, dass Rohre und Kanäle verschmutzen und somit dafür sorgen, dass wir in unserer Branche Arbeit haben.